Hallo Leute! Welchen Tag haben wir jetzt da? Irgendjemand hat mir mitten reingeredet in den Beginn der Folge. Ja. Wer könnte das mal sein? Ja, heute ist der Blablab dabei. Ja, so wie immer, du kannst weiterdrücken. Super. Wir warten noch ganz kurz, bis der Vortrag weiterklickt. Und wir starten in den 10. Tag im Herbst des Jahr 1. Und nein, ich möchte nicht ins Bett gehen. Ja. Es regnet, es regnet, die Erde wird nass. Ja, ich bin verrückt, Leute. Ja, ich bin verrückt. Heute haben wir leider nicht sehr viel Glück. Es ist so... Du fühlst dich heute gar nicht glücklich. Verdammt, das ist schlecht. Ja. Geil. Machen wir ein bisschen Ordnung. Wir haben immer noch nicht genug Geld, um... Aber was gut ist, ist, dass wir hier hinten so ein Riesenfeld mit Gras haben. Ich extra hab wachsen lassen. Und den großen Stein machen wir mal weg. Hopp. Dann können wir nämlich... ich möchte bitte nochmal Geld beanspruchen, um, wenn der Stall fertig ist, bei Robin noch einen zweiten Dings zu bauen. Silo, oder? Dings? Ja, können wir machen. Ich brauche 12.000 paar zerquetschte. Ja. Für den Stall erstmal. Ja, ich würde es halt deswegen gerne machen, weil später, wenn wir dann das automatische Fütterungssystem haben, brauchen wir ja dann die Dings nicht mehr. Dann könnten wir das halt alles in den Silos lagern. Oh, du hast heute schon eins nachgefüttert? Hä? Nein, das die futtern noch erst am Ende des Tages. Wir müssen erst morgen nachfüttern. Ja, dann müssen wir morgen nochmal was aus dem Silo rausnehmen. Hast du auch gerade gemacht, als ich rein wollte? So, ich gehe zum Flussangeln, richtig? Ja. Kann sein. Wir brauchen. Ich weiß nicht, was du noch brauchst. Wir brauchen den Glasaugenbarsch. Okay. Zählt in der Nacht fischen, wahrscheinlich erst, also dann erst Abend. Nee, wahrscheinlich ab 12 oder so. So sind wir, so geht. Die nettesten Menschen, denen du je begegnen wirst. Schau das mal eben nach noch. Na, dann bin ich noch da. Ich gehe mal Geld ausgeben heute. Okay. Oh, ich würde mir auch gerne mal den neuen Rucksack kaufen, aber na gut. Denk daran, dass du nicht zu viel Geld ausgibst. Es ist schon wieder Mittwoch, ne? Ja. Das interessiert mich dieses hier nicht mehr, weil im Herbst ist es nicht mehr sicher. Ja, aber vielleicht könnten wir einen Sandfisch drin haben oder so. Ja, so viel Geld gebe ich nicht aus. Rivers, Lakes und Forest. Geoden aufbrechen. 12 PM, okay. Das heißt, ich kann einfach zum Bergsee gehen, da hole ich vor mich hin angeln. Also alles, was nicht Ozean ist. Also irgendwo finde ich den schon. Wir gucken mal Ozeanstein. Eine gefrorene Träne. Ein Erenit. Bist du bei Gunther? Ich bin bei Clint gerade. Ich gehe dann zu Gunther rüber. Ah, ja. Das ist ein Jagoid. Das ist Kupfererz. Schlammschwamm. Jetzt hast du genug Kupfererz, wie du wolltest. Ich mag den Ring. Oh, das gibt Unwetter. Das heißt, wir kriegen wieder Batterien. Das ist gut. Wenn wir Geld brauchen, können wir zur Not auch Batterien verkaufen. Die bringen jedes Mal 5 Pfund. Ja, aber gerade eben ist nicht Unwetter. Da oben, ich weiß nicht, bei mir steht da, also ich hab's noch nicht donnern hören, aber bei mir steht da, das ist, ich seh einen kleinen Blitz da, das ist doch eindeutig ein Blitz, Leute. So, das Gear kommt dahin, Nautilus Gear. Den Anker hatten wir schon bei Gunther, okay. Ah ja. Was kriegen wir als Belohnung? Eine Sammlervogelscheuche, yes. Welche? 7 von 8, das ist das Raccoon. Ah ja.
Mensch, hätte ja gar keine Vogelscheuche bauen müssen. Naja doch, das hätte ja bis heute schon dazu führen können, dass was gefressen wird. Das wollen wir ja nicht. Und unser Feld wird ja auch mal größer. Ja, ich kann auch noch einen abholen nachher dann. Ja, außerdem mag ich die Sammlervogelscheuchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die irgendwie hübsch. Ja, sind sie auch. Ja, sind sie auch. Das ist eine schöne Idee, die einzubauen. Ja. Der Malachit und der Granit. Malachit, den kann ich noch abgeben. Kev Nike, sag mal, wie kommst du denn hierher? Wie hast du uns denn gefunden? Ich habe ein Glas auf dem Barsch gefunden. Das ist sehr gut. Ich habe eine neue Belohnung gefunden bei Gunther. Oh, ein Kristallstuhl. Wie viele Sachen haben wir denn eigentlich jetzt schon abgegeben? Wir müssen 40... Nee, wie viele Dinge müssen wir abgegeben haben, um einen Schlüssel zu bekommen? 50. 50. Oder sogar 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 20, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 50. Wenn ich richtig gesehen habe, 61 Sachen haben wir abgegeben. Du hast heute mehr als zwei abgegeben, ne? Du hast halt ein paar abgegeben. Ja, ja. Dann sollten wir die Schlüssel ziehen. Ja, ja, deswegen. Das ist super. Finde ich auch. Dann kann ich wieder in die Cutscene reinlaufen. Witzig wäre, wenn ich die Cutscene kriege und du nicht und du dann nicht da rein kannst. Nee, das ist ja der Schlüssel wird ja quasi wieder Skalki. Ja, uns beiden zur Verfügung gestellt. Ja. Guck mal, wir haben schon bei 8000, wenn da nochmal eine Ernte kommt, dann ist genug Geld für uns beide da. Ja, na klar. Oder musst du nochmal groß Saatgut kaufen dann? Ich muss noch ein paar Sachen kaufen. Tatsächlich. Das sollte trotzdem passen, ich fische ja noch währenddessen. Ja, das geht schon. Guck mal, da muss ich das dahin. Nee, dahin. Das kommt dahin. Ich habe Kekse im Müll gefunden. Kannst du essen? Pack ich vor meiner Tür. Ich habe einen Diamanten aus dem Wasser gezogen. Okay, du hast gefunden. Alles, wenn das umgedreht wäre, würde das ein bisschen seltsamer sein. Kekse aus dem Wasser und einen Diamanten aus dem Müll. Ach. Du, das Geld liegt auf der Straße. Man muss es nur hinschmeißen. So sieht's nämlich mal aus. Ja. Ich glaube, ich schaffe es heute noch, mein Foraging-Skill hochzuziehen. Auf 10? Schön wär's, auf 8. Ach so. Wie weit ist dein Farming-Skill? Ich glaube auch erst auf 7. Ja. Dann solltest du dich im Winter um die Tiere kümmern. Ja, na, ich werde ja noch ein bisschen was durch die Ernten jetzt einbekommen. Aufleveln, yes! Ja, gut. Level 8 für Sammeln. Will ich gleich mal gucken, ich glaube, das reicht schon, damit ich jetzt... Nee, ich krieg jetzt 3 Brombeeren aus jedem Busch. Na Mensch. Auf Level. Hast du gerade irgendwas gefunden? Hä? Ich hab grad einen Rekord wieder gefunden. Nee, deswegen haben sie das komische Geräusch. Ich krieg übrigens, so, wenn man auf Level 11 ist mit Foraging, kriegt man sogar 4 Bären raus. Aber Fox, wie geht denn Level 11? Geht doch nur bis Level 10. Wenn du auf Level 10 bist, einfach irgendwas essen, was dir ein höheres Foraging-Level gibt. Hier. Achtest du immer schon auf Herbstfülle müsste das sein. Was sagst du? Achtest du immer schon auf Regenwürmer? Auf Artefakt-Spots, natürlich. Regenwürmer. Ja,
glaube, jetzt brauche ich 7500 oder so Erfahrungspunkte, um aufzuleveln. Das sind ja nur 300 Hartholzstämme. Bündel komplett. Du hast irgendwas komplettiert. Jo. Jo. Na Mensch, einen kleinen Leuchtring. Wow. Den werde ich brauchen. Ganz dringend. Ja. Egal, aber es fehlt uns nur ein Fisch, dann können wir das Aquarium abschließen. Und die nichtsnutzigste Katze in der Welt starten. Ja, ich finde die Kinder, die vor dem Gulli rumhüpfen, noch seltsamer. Ja, ja, ich meine von denen, ich meine vom Community Center Mandel. Ja, es ist schon keine sonderlich gute Belohnung. Eben. Also wobei ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt an der Beta ist, mir ist aufgefallen, dass man doch mehr rausbekommt manchmal. Also ich habe auch schon Edelsteine und so da rausbekommen. Und das hin und wieder ist doch mal ganz in Ordnung. So, 21 Uhr. Ich gehe mal schnell ins Bett. Nachdem ich hier noch Brombeeren eingesammelt habe. Ich packe noch den Diamant in die Kiste. So. So. Hallo. Hi. So. Schauen wir mal, was haben wir denn heute alles wieder bekommen? Wir haben wieder 90. Fall Foraging habe ich ja noch nicht mal fertig gemacht. Oh je. Das werde ich morgen machen. Solltest du aber tun. Ja. Ich glaube, es sind auch nur die drei Sachen fürs Fall Foraging Bundle. Ich rechne ja momentan jeden Tag damit, dass mein Fischen auf Stufe 10 hochspringt. Aber irgendwie wird's nicht. Naja, ich bin auf einem guten Weg, denke ich mal. Aber ich brauche halt auf Stufe 10 ein bisschen. So. Und einmal schlafen gehen. Ins Bett gehen. Ja. Gucken wir mal. Axteffektivität, eine Wildbeerenernte plus 1 und das Teleport-Totem für den Hof kann ich jetzt herstellen. Und Level 5 Kampf, Kämpfer oder Kundschafter. Ich nehme den Kundschafter, Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers um 50% erhöht. Ich denke mal Kämpfer genommen. Keine Ahnung. 1600. Hey, da ist auch was von mir dabei. Der größte Teil zwar von dir, aber das ist egal. Es hat immer noch nicht gereicht. Oh, Jodie hat heute Geburtstag und wir haben nicht wirklich Glück. Hallo, Katzin. Oh, guten Morgen, lieber Fox. Ich hoffe, es ist noch nicht zu früh. Es ist nicht zu früh, so. Ich wollte nur eben vorbeischauen und dir persönlich für all die wundervollen Artefakte und Minerale danken, die du entdeckt hast. Du allein hast echt viel geleistet. Um genau zu sein, habe ich gerade einen Brief der regionalen Artefaktabteilung bekommen. Ich habe 100.000 Schritte gemacht. Dabei stehe ich die ganze Zeit hier rum. Du stehst in der Kasse. Wir werden mit dem begehrten goldenen Schaufelpreis für unsere bemerkenswerte Beiträge in diesem Gebiet geehrt. Jo. Und guck mal, da ist ein Wartrag, der sich in der Katze frei bewegen kann. Und das alles dank dir. Ich sollte dich wohl besser wieder an die Arbeit lassen. Ja, die Zeit bleibt nämlich nicht stehen, wenn du hier bist im Multiplayer. Kannst du bitte Gunther nicht von hinten begatten? Dankeschön. Oh, fast vergessen. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist ein alter Schlüssel, der im Tresor des Museums mindestens 100 Jahre lang eingeschlossen war. Ich wollte auch im Stream. Er ist ein wenig rostig, aber immer noch sehr schön. Du hast einen rostigen Schlüssel erhalten. Er wurde deiner Geldbörse hinzugefügt. Er lag 100 Jahre darum. 100 Jahre war niemand in dieser Kanalisation, Leute. Gebaut für die Ewigkeit. Ich mach den Pünktchen. Ja, bei Gunther kann Martin einfach sich nicht zurückhalten. So. Oh, Berginen. Und ich habe das Farming auf Level 8 bekommen. Na Mensch, läuft bei dir. Ja.
Okay, der Stall ist fertig, dann werde ich heute eine Kuh kaufen. Mal die erste Kuh holen. Wir haben ein großes braunes Ei. Sehr gut. Und wolltest du Zeug aus dem... Ich hole mal Zeug aus dem Dings. Was? Graufe ist leer. Wie viel hast du rausbekommen? 40. War ja nicht viel drin. Naja, wir sollten vielleicht mal was... Nee, ich hab extra, ich hab neulich nicht so viel gemacht, weil ich nicht wusste, wie viel drin ist. Aber ja, immer so, dass ganz viele Patches zwischendrin noch sind, damit es nachwachsen kann. So, ich schmeiß dir hier das Ei rein und dann gehe ich eine Kuh holen. Ja, und ich werde heute schon mal so ein bisschen was... Vielleicht warte ich noch 3 Tage, dann kann ich ganz viel auf einmal machen. Weil dann habe ich die Kürbisse. Eine Kuh ist ja nicht so teuer zum Glück. So. Hi Mani, was geht? Ich will eine Milchkartoffel, eine Aubergine. Und Suki, du darfst sagen, wie ich die Kuh nennen soll. Suki, wie soll die Kuh heißen? Suki, wie soll die Kuh heißen? Suki, jetzt sag schon mal. 1, 2, 3, 4, 5. Einmal für die Fall Crops. Was witzig ist, weil sie schon... Ist Suki noch da? Ich denke schon. Hatten wir echt keine... Warte mal, haben wir es schon hingebracht bei den Quality? Ja. Das heißt, wir brauchen nur noch 5. Suki, wie soll die Kuh heißen? Okay. Nennen Sie Öm. Mit 3 Punkten dahinter. Und klein geschrieben. Mit 3 Punkten? Und klein geschrieben. Ja, ist zwar ein komischer Name für eine Kuh, aber wenn Suki das sagt... Wir hören auf Suki. Wer sind wir, Suki zu hinterfragen? Okay, ich finde den zweiten Namen besser. Julia? Ja. Ist das eine Anspielung, die ich nicht verstehe? Nein. Also, wenn, dann verstehe ich sie auch okay. Nicht. Okay, das beruhigt mich. Ich fand Öhm besser. Wir haben jetzt eine Kuh. Du hättest sie auch eckige Klammer 163 eckige Klammer zu nennen können. Ich finde, das ist kein schöner Kuhname. Aber ich glaube, das ist ein Diamant. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht auch 165, irgendwie so. Eine Höhlenkraut. Ist ja nicht so, dass wir genug, nicht genug Diamanten haben. Hä? Wir haben schon ein paar Diamanten. Das mag sein, aber man kann nie genug haben. Aber ich sollte vielleicht den Kuhstall aufmachen. Weißt du, was witzig ist? Wir können jetzt Mais, Preiselbeeren, Blaubeeren und Kartoffeln direkt bei Dings hier kaufen. Da ist gerade Mayonnaise instant fertig geworden. Hex, I call Hex. Und zwar, ist ganz lustig, kann es sein, dass dich jetzt die Dorfbewohner auf zum Beispiel Blaubeeren oder Süßkartoffeln ansprechen, weil wenn du etwas direkt bei dem netten Herrn aus dem Laden verkaufst, dann nimmt er es in sein Angebot auf und verkauft es an die städtische Bevölkerung. Und dann freuen die sich oder freuen sich nicht so und sagen, hey, das war von guter Qualität und das war nicht so gut oder so. Echt? Ja, das ist ziemlich witzig, deswegen lohnt es sich manchmal auch einfach aus Spaß am Spiel, die Sachen direkt bei Pierre zu verkaufen. Und ich meine, es gibt ja das gleiche Geld und es gibt das Geld sofort. Und so kannst du Freundschaft aufbauen? Nee, das... Weil wenn die das anfragen... Nee, ich glaube, das bringt keine Freundschaft extra. Aber ich hab's richtig verstanden, dann werden quasi Daily Quests auf diese Dinger. Nee. Die sagen einfach, hey, ich habe das bei ihm gekauft. Ach so, okay. Gucken wir mal. Eine Regenbogenmuschel
um die Quest voranzubringen. Oh, Julia, die Kuh. Finde ich super. Das nächste Tier, was ich kaufe, heißt Irm mit 3 Punkten. Wird vermutlich eine Ziege sein. Ne, die haben wir ja alles schon. Brauchen wir hier noch irgendwie was? Oh, welches war das? Das da auch fürs Dye Bundle? So, ich gehe jetzt doch mal ein paar Bundles ausfüllen. Mach das. Vorderbundle. Achso, Heu habe ich ja schon. Ah, nee, das ist. Das ist Heu, genau. Artisan Bundle, Animal Bundle. Äpfel fehlen halt noch, aber dafür brauchen wir noch das Zeug für das. Ja, es fehlen noch ein paar Sachen. Es fehlen noch die 5 Quality Kürbisse und die 5 Kürbisse generell. Julia als Kuh. Naja, cool, ja. Und Romeo als Ziege ist dann Zomeo. Nee. Oder Schwomeo? Domeo, wenn wir ein Dinosaurier-Ei bekommen. Gib schon mein Bestes, eins zu angeln. Oh ja, das wäre sehr, sehr schön. Dazu müssen wir aber trotzdem erst den Dings ausbauen, ne? Ich könnte den Magnet noch anbauen. Das wäre das Beste, was ich machen könnte, um ihn einzuangeln. Ja, aber wir müssen dann, wie gesagt, den Handwerkerbundle. Mhm. Aber der Stallstufe 2 ist erstmal wichtiger. Tierbundle, da haben wir das und das. Und Herbstnutzpflanzen, das und das und unfortunately das. Ich habe keine Lust mehr zu warten. So, jetzt sammeln Winter und sammeln Herbst. Herbst sammeln. Bündel komplett. Hey. Nur noch den ersten Wintertag abwarten und dann bekommen wir den Cory freigeschalten. Na Mensch. Wenn wir den dann ein paar Monate einfach ignorieren, dann wird er sogar was. Verzauberer? Nee, was habe ich denn? Ich habe was fürs Kochbundle. Da kriegen wir bald noch das zweite. Magierrolle, Spiegel. Du hast die beiden Eier noch fürs Tierbundle. Habe ich schon abgegeben. Färbemittel, die Sonnenblume. Oh, die Entenfeder wird super schwer. Und deren Rotkohl kann man nur mit Glück überhaupt im ersten Jahr bekommen. Entenfeder wird nicht schwer. Die müssen sowieso auf Stufe 3 ausbauen. Ja, aber eine Ente lässt eine Feder nur dann fallen, wenn sie dich sehr, sehr doll mag. Ja, das kriegen wir hin. Wir brauchen noch 3 Äpfel. Marmelade. Wir sollten uns einen Apfelbaum noch kaufen vorm Start des nächsten Jahres. Naja, ich wollte halt den ins Gewächshaus stellen. Ich weiß halt nicht, ob du den wirklich nochmal so hinstellen willst. Das ist halt verschwendetes Geld. Finde ich jetzt nicht unbedingt, aber ja. Wir brauchen eigentlich nur eine. Baumfrucht noch vom Händler. Ja, und wir brauchen 3 Äpfel fürs Futterbundle. Ja, fürs Gewächshaus brauchen wir aber nur eine Baumfrucht. Sag mal, warte mal, muss ich den hinter die oder neben die? Hier, da ist eine Regenbogenmuschel in einer Kassette bei den Zügen. Da ist eine Kiste. Ja, die auf dem Bahnsteig oder die hinter dem Bahnsteig? Das merkst du doch. Sprich, die an, dann kommt eine Auswahl. Von dem Dachsparren über dir herunter. Gut gemacht, deine nächste Aufgabe. Platziere 10 Rüben im Kühlschrank. Ja, Rüben gibt es erst im zweiten Jahr. Sorry, guys. Dazu müssten wir erstmal ganz viel Geld ausgeben, damit wir in die Wüste kommen. Enter. Ja, okay. Wir müssen beide Stelle auf Stufe 2 machen, das Tierbundle zu kriegen. Eben. Oder Glück haben morgen beim Händler. Ja.
Ja, was erstmal wichtiger beim Händler ist, was schwerer ranzukriegen ist, ist erstmal eine Baumfrucht. Damit wir halt das Handwerkerbundle vollkriegen können. Genau, das Handwerkerbundle ist erst das Schwierigste. Es sei denn, wir gehen direkt auf Schweine und holen uns direkt Trüffelöl. Aber das wird wahrscheinlich schwierig. Beziehungsweise ist das nicht irgendein Öl sogar? Im Bundle? Ich glaube, das ist sogar irgendein Öl. Da könnten wir irgendein anderes Öl reinmachen. So, ich musste gerade etwas klären. Hast du mir zugehört? Ich habe dir so halb zugehört, aber nein, ich musste gerade was klären. Okay, wenn das im Handwerksbundle, da ist ja Öl drin, aber ich weiß nicht, ob das Trüffelöl ist oder direkt irgendein Öl. Im Handwerkerbundle? Genau. Weil dann brauchen wir nämlich keine Trüffelöl vom Händler, weil ja. Ist Trüffelöl. Das ist schwieriger. Oh, es riecht nach Essen. Warum hat diese Frau jetzt unbedingt diese Tür aufmachen müssen? Es riecht viel zu gut. Das gehört da. Reis? Ich glaube, es gibt Reis. Das hört sich gut an. Es gibt heute eine Paprika-Pilzpfanne. Und anscheinend gibt es Reis dazu. Ja. So, ist zweiter Tag? Ja? Fragezeichen, ich weiß es nicht. Ich habe wenn du noch nicht geklickt hast, klick du mal die Bezahlung nicht weg, dann kann ich schnell gucken. Gießkanneneffektivität und Hackeneffektivität. Ich kann ein Fass herstellen und eine Ölpresse und Luxusgeschwindwachs. Sehr gut. Tag 11. Ja, es ist der zweite Tag. Das heißt, die Folge ist auch schon wieder rum. Und damit war es das tatsächlich auch schon wieder. Ja. Nein. So schnell geht's. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschö. Ciao.